grüß euch. Heute geht es ums Thema Immobilie privat verkaufen. Und darum, was dabei für Schwierigkeiten auftauchen können, was man beim Verkaufsprozess genau beachten muss, wofür Schritte notwendig sind, was aus rechtlicher Sicht zu beachten ist, wie es mit dem Zeitaufwand ausschaut und so weiter und so fort. Wir haben für euch 11 Tipps zusammengestellt, wie ihr den Privatverkauf besser meistern könnt. Zu Beginn ist es einmal wichtig, dass du dich ins Thema einliest und den zeitlichen Aufwand dadurch abschätzen kannst, was da alles auf dich zukommt. Genau, das ist extrem wichtig. Und der zweite Punkt, der da bewusst sein muss, ist, dass du keinen Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin an deiner Seite hast, der du fragen kannst, wenn Unsicherheiten auftauchen, wenn Fragen auftauchen. Das heißt, du bist halt wirklich auf dich gestellt. Du hast dich jetzt also dazu entschieden, den Verkauf auf eigene Faust anzugehen. Ja, was brauchst du jetzt? Als erstes ist einmal wichtig, dass du dich mit deinem Objekt beschäftigst. Das heißt, wie ist der Ist-Zustand? Sind irgendwelche Mängel vorhanden? Welche Highlights bietet deine Immobilie? Ja, das ist einmal zum Anfang wichtig herauszufinden. Genau, und wie findest du das heraus? Du musst ja nachher diese Angaben, die du in den Inseraten und so weiter machst, also in der Bewerbung deines Objekts, musst du ja belegen können. Das heißt, alles, was du an Informationen rausgibst, solltest du auch von offizieller Seite bestätigen lassen. Und da kommt es halt wirklich darauf an, um wofür ein Objekt es sich handelt. Das ist nämlich ganz unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um ein Grundstück handelt, um ein Haus oder gar um eine Eigentumswohnung. Und da gibt es dann verschiedenste Informationen, Dokumente und Unterlagen, die du von verschiedenen Stellen einholen müsstest. Bei uns Maklerinnen ist es der Vorteil, dass wir das eigentlich quasi, es fällt unter Daily Business, das heißt, wir machen das täglich. Und wir kennen uns gut aus, wir wissen, wo müssen wir recherchieren, auf was kommt es an, was braucht man aus rechtlicher Sicht. Den Vorteil hast du leider als Privatperson nicht. Deshalb ist es natürlich mit einer Maklerin oder mit einem Makler deutlich leichter zusammenzuarbeiten. Der übernimmt es dann für dich. Aber natürlich kannst du dich eben auf Recherche begeben und alles einholen, was du brauchst. Ja, das ist wohl der happigste Punkt von allen. Es ist als Privatperson sicher nicht einfach, eine realistische Marktpreiseinschätzung festzulegen, weil man das halt nicht jeden Tag braucht, so wie wir als Maklerinnen. Und ja, eine gewisse emotionale Distanz muss halt auch gegeben sein, was nicht einfach ist. Das stimmt auf jeden Fall. Und es ist eben mitunter, sind das die Gründe, warum auch viele Privatpersonen im Endeffekt, obwohl sie eben privat verkaufen, sich bei dem Punkt dann auch doch wieder Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten holen. Und eben sagen, okay, ich will jetzt, dass jemand mit viel Know-how, mit Marktüberblick und so weiter und eben dieser nötigen emotionalen Distanz das Haus, die Wohnung, das Grundstück anschaut und eben für mich eine Preisrange festlegt, damit ich überhaupt weiß, wo kann ich ungefähr ansetzen. Weil auch das ist für Privatpersonen sehr schwer, weil sie oft gar nicht den Zugang zu den Vergleichsdaten am Markt haben. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel auf Online-Portalen danach recherchiert, die Preise sind halt nur Angebotspreise. Man muss immer im Klaren sein, es ist meistens nicht der Preis, um was nachher wirklich weggeht und verkauft wird. Und was man auch noch beachten muss, auf jeden Fall bei der Preisfestlegung selbst dann, also wenn man jetzt schon den Wert hat, dass man einen gewissen Verhandlungsspielraum mitbedenkt. Das heißt, die Interessierten oder Interessentinnen, Interessenten, die nachher kommen und sich für das Objekt interessieren, die werden ja dann meistens auch verhandeln wollen. Das heißt, das muss man auch immer beachten bei der Preisfestlegung. So, du hast jetzt die Unterlagen eingeholt und du hast die Bewertung hinter dir. Das heißt, du hast jetzt einen Wert, du hast eine Range, du weißt, um wofür einen Preis du verkaufen möchtest. Das heißt, du bist jetzt die Expertin, der Experte für dein Objekt. Was ist jetzt notwendig? Erstens solltest du mal schauen, dass du deine Bude oder dein Grundstück nicht total ranzig herzeigst. Das heißt, wir haben da ja wirklich schon viel erlebt. Bitte nicht total grauslich, zum Beispiel die Küche. Auf der Küchendecke biegt noch das Essen von vor 5 Tagen. Oder die Fenster sind total verschwommen und geschmiert mit Fingerabdrücken und so. Oder was haben wir bei Grundstücken schon gehabt? Ja, dass alles komplett verwachsen ist oder ja, dass schon 100 Jahre her ist, dass wer rausgemäht hat, ja. Das ist dann super, wenn man dann nicht einmal Fotos machen kann oder so, weil das Gros schon so hoch ist und man nicht einmal mehr durchkommt. Also man sollte sich schon wirklich darum kümmern, dass das Objekt oder eben das Grundstück entsprechend ausschaut und dass es auch herzeigbar ist, weil ja, das ist einfach wichtig und eigentlich die Grundlage für den nächsten Step. Genau, dann kommen wir gleich zum nächsten, nämlich die Fotoaufnahmen.
du wirst das ja irgendwie veröffentlichen müssen, der Anzeige von dem. Und gerade jetzt in einer Zeit, wo sehr viel am Markt ist, sollte es halt doch rausstechen, auch mit einem schönen Fotoaufnahmen oder Video zum Beispiel. Und dazu wäre es halt wichtig, professionelle Immobilienfotos zu machen. Und das ist gerade als Privatperson nicht so einfach, wenn man mit dem Thema viel zu tun hat. Aber Smartphone-Fotos reichen halt momentan nicht mehr aus für das Ganze. Genau, und auch da haben wir schon sehr viel gesehen, gell? Sowohl bei Privatpersonen als auch bei Maklerinnen, Kolleginnen, gell? Ja. Dass da von Spiegel-Selfies bis hin zu Finger im Foto und weiß ich nicht, ganz dunkle Räume, wo man nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich für ein Zimmer. Also das ist halt heute bei dem Markt wirklich wichtig, dass man da wirklich gute Fotos bringt. Und der nächste Punkt ist dann noch die Texte. Das ist auch extrem wichtig, weil neben der visuellen Komponente, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist es dann die textliche Komponente, die noch den Eindruck von der Immobilie gibt, die Infos dazu gibt, die wichtigsten, aber auch eben Lust auf mehr machen soll. Das heißt, die Interessentinnen und Interessenten sollen ja auch Lust darauf haben, dass sie vorbeikommen, dass sie sich dein Objekt oder dein Grundstück wirklich selber mal vor Ort anschauen und auf sich wirken lassen und dass das dann auch zu was führt. Und die Texte sollten halt wirklich fetzen. Du bist jetzt noch einen Schritt weiter. Du hast jetzt alle Informationen eingeholt zu deinem Objekt. Du hast einen Marktpreis festgelegt. Du hast die Inhalte erstellt, die Fotoaufnahmen gemacht. Und jetzt geht es ran an das Inserat bzw. das Exposé. Genau. Es ist so, dass alle diese Informationen, die du jetzt eingeholt hast, der ganze Content, den du erstellt hast, quasi gebündelt wird in ein Produkt, kann man es so nennen. Das ist bei uns Maklerinnen meistens das Exposé. Bei den Privatpersonen ist es eher so, dass die Inserattexte eben vorbereiten. Und das ist jetzt genau deine Aufgabe, eben das alles zu bündeln und ein schönes Inserat quasi vorzubereiten. Der nächste Punkt liegt ja eigentlich auf der Hand, oder? Ich meine, jetzt hast du das Inserat oder das Exposé perfekt vorbereitet und jetzt könntest du ja sofort online gehen. Da musst du ein bisschen aufpassen, weil du musst darauf achten, dass du ein gutes Zeitfenster erwischt. Genau, warum ist jetzt der Zeitpunkt so wichtig? Vor allem wegen den E-Mail-Anfragen und wegen den Telefonanfragen, die auf dich zukommen. Du musst im Klaren sein, dass du eigentlich zu jeder Zeit abrufbar sein wirst und ja, das kann jetzt sein beim Rausnehmen, das kann beim Zusammenräumen noch sein, was du vorbereitest oder natürlich am Sonntag beim Mittagessen. Genau, also beim Online-Gehen solltest du darauf achten, ob es gerade in dein Privatleben reinpasst, ob du bereit dazu bist, diesen zeitlichen Aufwand eben zu geben und ob du eben auch wirklich gute Informationen weitergeben kannst, die dann abgefragt werden von den Interessentinnen und Interessenten. Wir sind endlich online. Ja, jetzt kommt es darauf an, ob du gut vorbereitet bist. Das heißt, du wirst sehr viele Anfragen kriegen, im Optimalfall, wenn der Marktpreis gut angesetzt ist. Aber kannst du die Anfragen auch beantworten? Das ist eine gute Frage. Du musst natürlich dann wirklich, wie wir es schon öfter angesprochen haben, Expertin, Experte für dein Objekt oder dein Grundstück sein. Du musst Fragen beantworten können, sodass die Interessenten quasi zufrieden sind und sehen, du bist bemüht, du bist dahinter, du kennst dich aus. Und dann ist auch noch ein Punkt, der wichtig ist jetzt bei den Anfragen. Du wirst ja wahrscheinlich Besichtigungstourismus vermeiden. Das heißt, du wirst nicht 1000 Besichtigungen durchführen, die dann eh zu nichts führen, sondern du wirst wahrscheinlich eher schauen, dass du die Zielgruppe erreichst, die dann wirklich interessiert ist an dem Objekt und nicht nur einfach so mal vorbeischaut. Da ist es schon vorab bei der Anzeigengestaltung echt wichtig, dass du die richtige Zielgruppe erwischt und generell für die Bündelung von Terminen etc., weil es für dich ja immer Aufwand ist, du musst immer zusammenräumen, du musst immer schauen, dass du daheim bist, du musst zum Beispiel deine Arbeit unterbrechen, du musst private Dinge unterbrechen, das heißt, du musst teilweise wirklich auf Abruf da sein. Da ist es wirklich ein Vorteil, mit einem Maklerunternehmen zusammenzuarbeiten, das die Termine für dich bündelt, das der abhaltet für dich, das da wirklich ein bisschen den Rücken frei haltet. Du hast jetzt Besichtigungstermine vereinbart und auch da gilt wieder, eine gute Vorbereitung ist einfach das A und O und zwar auf mehreren Ebenen. Ja genau, also es ist wichtig, dass da wieder zusammengeräumt ist, dass alles ordentlich ausschaut, vielleicht auch nochmal die letzten Lichter erneuern von dem, weil es schaut einfach heller, sauberer aus. Und ja, natürlich sollte auch nicht der strenge Duft gleich mal entgegenkommen, wenn man die Tür aufmacht. Genau, und viel helfen sie da mit so künstlichen Duftsprays und sprühen extrem herum. Das ist natürlich auch nicht ideal, weil wenn einem das entgegenkommt, haut es einen einfach um. Also es soll moderat sein, es soll neutral riechen, am besten nochmal durchlüften und einfach wirklich schauen, dass das eine anspruchsvolle Präsentation ist.
ja, wichtig ist jetzt auch, dass man gewisse Menschenkenntnis hat, nämlich es gibt verschiedene Typen bei den Besichtigungen, und zwar der eine lässt sich gern belabern nachher, ja. Sagen wir, ja, der will einfach viel Informationen haben über das Objekt, dann gibt es wieder andere, die weniger haben wollen, die wollen sich eher einen eigenen Eindruck davon verschaffen und ja, brauchen eigentlich nicht mehr Informationen und ja. Ja, und der nächste Punkt, der dann bei den Besichtigungsterminen auch noch wichtig ist, dass du dich darauf vorbereiten musst, dass da wirklich Detailfragen zum Objekt kommen werden. Das heißt, du musst dich noch besser darauf vorbereiten, und wenn du gewisse Fragen nicht beantworten kannst, kann man da nur den Tipp geben, dass du quasi im Nachhinein das nachlieferst, aber bitte zeitnah. Das heißt, nicht erst in 2 Wochen, sondern kurz nach dem Besichtigungstermin. Du hast jetzt einige Besichtigungstermine hinter dir und auch schon konkrete Interessentinnen und Interessenten für dein Objekt. Jetzt geht es zu den Verhandlungsgesprächen über. Genau, jetzt ist es wirklich wichtig, dass du spätestens jetzt ein genaues Bild zu deinem Verhandlungsspielraum hast. Das heißt, du weißt dann auch, was bist du bereit nachzugeben beim Preis oder was kann womöglich sogar noch draufgeschlagen werden, je nachdem, nach Ausgangslage. Wichtig ist, dass ihr als beide Parteien einfach zu einer guten Einigung findet, damit alle happy sind damit, mit dem Kauf, Verkauf. Und jetzt ist es auch wichtig, dir eine gute rechtliche Unterstützung zu holen, weil es werden jetzt einige rechtliche Fragen auftauchen. Das kann eben eine Rechtsanwältin, ein Rechtsanwalt sein oder eben auch schon eine Notarin oder ein Notar, die nachher bei der Kaufvertragserrichtung unterstützend tätig sein werden. Jetzt geht es an den Kaufvertragsentwurf. Das heißt, ihr habt euch darüber geeinigt, wofür Parteienvertreterin oder wofür Parteienvertreter den Entwurf für euch erstellt. In der Praxis ist es meistens so, dass es 2 bis 3 Entwürfe braucht, manchmal natürlich auch mehr. Und warum ist das so? Weil ihr Änderungswünsche vorschlagen könnt und auch Einwendungen eben machen könnt, damit der Vertrag dann wirklich so passt. Ja, als nächstes kommen die beglaubigten Unterschriften. Spätestens zu dem Zeitpunkt seid ihr nachher beim Notar oder bei der Notarin, und das wird nachher noch alles mal ganz genau vorgelesen. Auf Fragen kann jetzt noch eingegangen werden, die werden alle beantwortet, und wenn alle damit happy sind, dann kommen die Unterschriften. Die Parteienvertreterin bzw. der Parteienvertreter, für die, den ihr euch entschieden habt, sorgt jetzt mit der Treuhandschaft dafür, dass jeder zu seinem, ihrem Recht kommt. Das heißt, du als Eigentümerin, Eigentümer kriegst das Geld überwiesen und der Käufer, die Käuferin kriegt eben das Eigentumsrecht übertragen im Grundbuch, damit sie eher dann immer rechtmäßige Eigentümerin, Eigentümer von dem Objekt oder Grundstück ist. Genau, und dann geht es an die Übergabe über die eigentliche, mit dem der Kaufprozess dann abgeschlossen wird. Da ist halt wichtig, dass man sich die Zählerstände anschaut, jetzt zum Beispiel von Heizung, Strom, Wasser und Sonstiges. Das wird dann in einem Übergabeprotokoll am besten alles eingetragen und anschließend dann die Parteienvertreter geschickt. Genau, so ist es. Und wir als Maklerinnen schauen immer, bei uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht einfach dahin sind, quasi nach Kaufvertragsunterzeichnung oder schon früher nach Kaufanbotslegung, sondern uns ist es total wichtig, dass der Abschluss wirklich gut erfolgt, dass wir bis dahin noch an eurer Seite stehen. Das heißt, wir sind, wenn das von eurer Seite gewünscht ist, auch gern noch bei der Übergabe dabei. Wir bringen ein Übergabeprotokoll mit, wir zeichnen die Stände alle auf, wir zeichnen auf, wie viele Schlüssel ihr übergeben habt, und dass das alles ordnungsgemäß quasi gelaufen ist, und wir schicken diese Bestätigung dann eben an die Notarin, an den Notar, damit der dann die weiteren Schritte einleiten kann und damit es da einfach zu einem wirklich feinen Abschluss von dem Ganzen gekommen ist. So, du hast gesehen, es können da einige Brocken auf dich zukommen und das lässt den einen oder anderen einmal verzweifeln in der Situation. Was auch völlig verständlich ist. Also ich meine, als Privatperson und Laie weiß man einfach nicht, was da genau auf uns zukommt. Wir finden es super, wenn man es einmal probiert, aber bei einem gewissen Punkt sollte man sich dann auch eingestehen, dass es einfach allein vielleicht nicht geht. Vor allem, wenn man zum Beispiel, und das haben wir leider schon oft gesehen, Immobilieninserat jetzt echt schon lang, zum Beispiel ein halbes Jahr, ja, auf einem Immobilienportal online hat und es geht einfach nichts, dann sollte man einfach den rechtzeitigen Zeitpunkt sehen, wo man sagt, okay, vielleicht sollte ich mir jetzt doch überlegen, ich hole mir Unterstützung ein, ich hole mir jemanden Kompetenten an meine Seite, der mir einfach helfen kann, damit ich das Objekt dann nicht einfach verschleiern muss. Ja, und das, ob man es glaubt oder nicht, es gibt die Maklerunternehmen, die wirklich seriös sind. Tatsächlich, die gibt's. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass du mit uns relativ gut vibest, dass du uns sympathisch findest. Jedenfalls würden wir uns freuen, wenn du uns kurz kontaktierst, solltest du Unterstützung brauchen.
wir können da sicher hilfreich zur Seite stehen und vielleicht würde es ja zwischen uns dann ganz gut passen, dass wir dein Objekt oder Grundstück doch noch gut weiterbringen.